Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Tomb Raider Underworld. Das letzte Mal, als ich aufgehört habe, den Part zu machen, hatte ich ein kleines Problem mit diesem X-Fire-Chat-Teil da, weil ich aus Versehen drauf gedrückt habe, das Video zu beenden. Jetzt hoffe ich, dass er das Video aufgenommen hat. Und ich hoffe auch, dass ihr es nicht mitbekommen habt, weil das sah irgendwie doof aus. Naja, also herzlich willkommen zurück und wir machen weiter, nachdem wir diesen Tentakel gesehen haben. Ich könnte wetten, Lara Croft freut sich schon total, dieses Viech anzuschauen. Ich freue mich nicht. Okay, jetzt sind wir wieder im Trockenen und dürfen hier springen. Also, woran ich mich noch erinnern kann, dass die Schätze nie in solchen Dingern drin sind, wo es öfter gibt. Wie ihr sehen könnt, die sind nämlich immer in solchen besonderen Vasendingern, so wie hier. Also ich habe sie noch nie in so einem Ding gesehen, aber ich mache sicherheitshalber alle kaputt. Sonst liege ich doch noch falsch und dann... Die kann doch so elegant hochspringen. Muss man da runter? Was ist das? Wasser. Warte mal, ich will mal was ausprobieren. Wisst ihr zufällig noch, wie man Rad schlägt? Ach du Scheiße, es war eine Granate. Ah, nicht schon wieder. Ach. Egal. Ich weiß, auf der Taste sprintet man aber. Irgendwo macht man doch so raschig. Ist es auf Bücken? Naja. Toll, jetzt ist hier wieder Wasser. Können wir nicht schauen. Ich schaue später nochmal. Ich glaube, auf Steuerung kann sie solche Ratschlagdinger da machen. Da oben ist ein Medipack. Sieht irgendwie aus wie Suppe, muss ich sagen. Wie Tomatensuppe. Tomatensuppe ist eigentlich ganz lecker, aber... Naja, ich und Tomaten, das ist nicht so toll. Was bringt es dann da hoch? Warte, ich möchte gucken. Bewegt die nicht. Ach, noch weiter nach oben. Ich könnte wetten, da muss ich nicht hin. Aber ich will ja alles durchsuchen. Drücken Sie leer. Ach so, da hochstellen. Aber ich will das eigentlich nicht. Kann sie nicht auch so? Ach nee, so. Ich weiß gar nicht, ob sie das so machen muss. Sieht so aus. Warte, ich bin da so weit am Rand. Das mit dem Schwingen muss ich zugeben. Habe ich jetzt eins übersprungen? Egal. Kann sie da nicht hoch? Ah, toll. Ah, das ist so ein unangenehmes Geräusch, wenn dieser Schatz kommt. Findet ihr das nicht auch? Also ich finde es irgendwie voll unangenehm. Klappt es auch, wenn ich so nach hinten springe? Ja, da erspare ich mir ein bisschen Weg. Ist immer gut. Da spare ich auch Zeit. Warte, ne. Ach, irgendwie, ich muss zugeben, ich mag die Stangen nicht und ich schwinge sowieso nicht, weil ich immer Angst habe, dass ich weiß, wohin schwing. Ich probiere es jetzt aber mal, das Schwingen. Ja. Ah, nee. Wer weiß, wo ich hinschwing, wenn ich so mache. Das verwirrt mich ganz, muss man runter. Toll, es wäre sowieso nichts passiert, wäre es runtergefallen. Drücken Sie F, um das Lichtsystem ein- und auszuschalten. Ist bereits geschehen. So, wenn ich hier... Da stimmt was nicht, wenn ich das mache, oder? Da kommen nur ein paar Funken raus. Ganz einfach. Hier, ich nehme diese Blöcke. Toll, wenn ich nicht genau draufstehe. Und wie wirft man die? Mit E? Nee, mit E haut man.
muss mich mal an dieses System mal wieder gewöhnen. Ach ja, und dann, wenn hier noch so schön viel freier Platz ist, will ich nochmal probieren, wo man, für welcher Taste man so ratschlagen kann oder sowas. So. Ich hoffe, es stört euch nicht, wenn ich das jetzt einfach mal ausprobiere, aber es würde mich jetzt mal brennend interessieren. Was war das? Ja, genau, hier. Das sieht so cool aus, finde ich. Findet ihr nicht auch? Der sieht cool aus. Das muss ich jetzt nochmal zurück machen. Das sieht irgendwie echt cool aus. Falls es jemand... Das sieht auch cool aus. Falls es jemand interessiert, man muss Steuerung die ganze Zeit drücken und vorwärts laufen dabei. Ich glaube, als erste Steuerung und dann kurz danach vorwärts. Ich bin mir auch nicht mehr sicher. Jedenfalls habe ich es gerade so hinbekommen. Dieses Q. Dann ziehen. So, jetzt sind diese zwei Riegel an der Tür weg. So, und jetzt wieder das Ding drücken. Sondern das nordische Äquivalent. Okay, seltsames Geräusch. Mir ist gerade aufgefallen, ich muss kurz die Tür von meinem Zimmer zumachen, bevor mein Vater oder so kommt und hier einfach reinplatzt. Wartet ein paar Sekunden. Oh. Entschuldigung, falls es gerade so geraschelt hat. Das Mikrofon ist gerade hängen geblieben und dann ist es runtergefallen auf meinen Schreibtisch. Nicht besonders hoch, aber es müsste ein ziemlich blödes Geräusch gemacht haben. Das muss ich jetzt die ganze Zeit machen. Das ist irgendwie voll cool. So beweglich will man ja mal sein, oder? Jo. Schön, wie viel lang habe ich schon aufgenommen? Mit der ganzen Prozedur hier. Oder ist noch was drin? Ich glaube, dass ich nicht... Ach, jetzt ist das mit der Kamera hier. Ich bin nicht der Meinung... Also, jetzt... Nimm doch. Ich glaube, dass ich nicht alle Schätze finden werde, aber ich gebe mir Mühe. Und ich bin mir... Ich weiß nur in einem Level, wo das Relikt ist. Ich weiß aber nicht, wie ich da dran komme. Das mit den Relikten wird wahrscheinlich bei mir ein kleines Problem sein, aber wenn ich eins finde, probiere es einfach zu holen. Ich guck einfach mal. Okay, Speicherpunkt. Soll ich hier mal schnell speichern? Ja, ich speichere jetzt einfach mal. Ich habe ja erst 3 Speicherstände von... Wie viel gibt's? Ich lasse das jetzt so... Ich glaube, 32 gibt's. Ja, könnte sein. Das Komische ist, den zuletzt gespeicherten Speicherstand ist auf Platz 1. Und man hat ihn auf Platz 32 gespeichert, aber er ist auf Platz 1. Ich glaube zumindest, dass es so war. Oder? Nee, es war genau anders darum. Jedenfalls war es so, dass es mich damals total verwirrt hat. Ich möchte mal was gucken. Oh, sie hat sich trotzdem festgehoben. Okay. So, hier rum. Da runter. Gibt's hier noch was Interessantes? Ja, hier muss man rein. Ah, Entschuldigung. Ich bin wieder an das Mikrofon gekommen. Ich bin nicht gewohnt, da sowas hängen zu haben. Sieht fast aus wie der gleiche Raum.
Wie ging das nochmal, dass wenn sie hochgeht, da so eine Art Rad macht? Wisst ihr das? So. Ja, wisst ihr, was ich meine? Also, dass wenn sie da so dranhängt und sie nach oben geht, so was ähnliches wie ein Rad macht. Nach oben. Ich weiß nicht genau, manchmal ist es so. Manchmal geht es so. Aber manchmal eben auch nicht. Und ich würde gerne wissen, wie das geht. Würde mich wirklich mal interessieren. Mist. Ach, jetzt kommen wir gleich zu dem ekligen Viech da. Dann mache ich hier wieder einen Cut. Und sage auf Wiedersehen, bis es wieder heißt, Let's Play Tomb Raider Underworld. Auf Wiedersehen.